Fliegen? Der kann doch nicht fliegen. Doch, genau das habe ich vor. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Das ist mein voller Ernst. Wir werden alle diese Luftballons aufblasen. Wenn die Herrschaften mir vielleicht behilflich sein würden, das geht schneller. Die Stimme, ich lach mich kaputt. Das macht das Helium. Ganz billiger Trick. Wollen Sie auch mal probieren? Das macht Spaß. Das kitzelt mal. Ich binde die fertigen Ballons so lange an Ihr Fahrrad. Und noch einen Ballon, bitte. Na, das läuft doch wie am Schnürchen. Am besten, Sie setzen sich drauf. Kein Problem. Nur zur Sicherheit. Wenn Sie beide vielleicht auch noch auf das Fahrrad... Komm, Franz, wir beschweren uns auch. Bin schon da. Und jetzt heißt es Abschied nehmen. Gute Reise. Nach weit, weit weg, ihr gutgläubigen Trottel. Und keine Angst, die Geburtstagstorte wird bestimmt nicht alt. Meine Torte! Auf Nimmerwiedersehen! Er hat uns reingelegt. Dieser Betrüger! Mit dem Helium klang er so harmlos. Aber warum hat er das gemacht? Jetzt, wo sein Bein wieder verheilt war. Mach auf, Waldemar. Das war alles gelogen. Das Bein war so gesund wie ein... Radieschen. Genau. Er wollte uns von Anfang an loswerden. Dieses fiese Schwein! Pass doch auf. Und du warst noch so nett zu ihm. Der arme Herr Horst. Meine Bein! Waldemar! Aber es ist meine Torte. Ja, Waldemar. Mein Geburtstag. Ja. Könnten wir trotzdem etwas mehr in Balance fliegen? Aber ich wollte doch morgen Geburtstag feiern. Waldemar, da! Die Sonne geht auf. Dann hast du jetzt Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Waldemar. Danke.